Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Bad Feet 6 Wishlist. Wenn es das erste Video ist, was ihr von mir seht, das hier ist so eine kleine Serie, in der ich meine Wünsche fürs nächste Battlefield, also Battlefield 6, erkläre. Da habe ich schon in ein paar Videos über das Gunplay, das Movement, die Maps und über ein paar andere Themen geredet. Und heute soll es da um das Thema der Modi gehen. Modi sind natürlich so eine der einflussreichsten Sachen, was so praktisch die Ebene über dem Second-to-Second-Gameplay, also dem direkten Schießen und Moven und sowas angeht. Und es hat halt eben auch ganz weitreichende Auswirkungen, zum Beispiel auch auf die Spielerschaft, also wie viele Spieler sind da oder wie gut sind die verteilt und solche Sachen. Und die Modi waren leider so in den letzten Teilen eigentlich immer ein bisschen durchwachsen. Manchmal waren die Modi gut, manchmal waren es schlecht, manchmal gab es zu viele, manchmal zu wenig. Und ist heute natürlich auch noch ein bisschen ein großes Thema, Battle Royale. Vor allem seit dem Erfolg von PUBG, Fortnite und Warzone eben, ist halt auch für Battlefield relevant. Und da würde ich dann am Ende ein bisschen drüber reden. Aber zum Einstieg würde ich jetzt mal auf das Grundsystem eingehen, was ich mir für die Modi vorstellen würde. Und zwar würde ich da gerne einen Fokus auf die Main-Modi setzen. Das ist nämlich so ein Problem, wenn man viel zu viele Modi reinpackt, dann ist meistens nicht mehr so viel Zeit, um die tatsächlichen Grundmodi wie Conquest oder Rush, TDM und so weiter richtig gut zu machen. Deswegen wünsche ich mir, dass man, bevor man mit irgendwas anderes anfängt, erstmal die Main-Modi gut macht. Aber ich fände es richtig, richtig gut und wichtig, wenn man wieder experimentieren würde mit Modi, wie man es zum Beispiel in BF1 gesehen hat. Weil es erstens Abwechslung reingebracht hat, weil da hat man ja, glaube ich, zweiwöchentlich oder wöchentlich oder sowas, hatte man eine Rotation mit neuen Modi, mit neuen Voreinstellungen und sowas. Das hat halt ziemlich viel Abwechslung gebracht, was natürlich sehr nice ist, wenn man gerade mal in einer Content-Trockenphase ist zum Beispiel. Und was es auch noch macht, man kann halt damit ganz gut neue Modi testen, weil man will natürlich auch ab und zu mal was Neues reinbringen und nicht immer nur die gleichen Modi spielen. Dafür ist es halt echt gut, wenn man mal was ausprobieren kann, live im Game, ohne dass es permanent drin sein muss. Und wenn da halt eine Spielerschaft so ein Modi gefällt, dann kann man den halt auch überlegen, wenn man jetzt genug Spieler hat, dann kann man den vielleicht auch dauerhaft reinmachen. Wie zum Beispiel bei Frontlinien waren BF1. Weil ich meine, die Modis, die wir jetzt haben, sind schon gut so, aber wenn man natürlich noch was Besseres finden könnte, muss man das natürlich auch ein bisschen entdecken, so welche Möglichkeiten man hat. Und dafür ist eben dieses System extrem gut, finde ich. Und damit würde ich jetzt schon mal zum ersten Modus gehen, den ich mir angucken würde. Das ist natürlich der Hauptmodus in Battlefield, und zwar ist es Conquest. Conquest ist eben eigentlich der Hauptmodus von Battlefield, weil es eben ganz genau die Main-Aspekte von Battlefield widerspiegelt. Man hat Fahrzeuge, man hat Infanterie, man hat große Karten mit viel Action. Das captured eben perfekt alle Möglichkeiten, die man so in Battlefield hat. Ja, man hat kleinere Distanzen, man hat längere Distanzen, man kann alle möglichen Schauplätze angucken. Dafür ist halt Conquest optimal eigentlich. Da würde ich auch auf das bekannte System wieder zurückgreifen. Wir haben einfach eine bestimmte Anzahl an Flaggen auf der Map. Das können es 3, 4 oder 5 sein zum Beispiel. Je nach Mapgröße und je nach Map-Design. Und dann haben wir einfach eine Ticketanzahl, die zählt dann runter, indem man halt Flaggen hält oder Kills bekommt. Desto mehr Flaggen man hat, desto schneller nehmen die Tickets vom Gegner ab. So hat es schon seit dem ersten Battlefield-Teil funktioniert und ich fand das eigentlich auch ein sehr gutes System so. Was ich auch noch ein ganz gutes System fand und bei einigen neuen Leaks rausgekommen ist für Battlefield 6, ist ein neues System, und zwar sind es die dynamischen Objectives. Das ist ein bisschen anders, als ich das neulich mal erklärt hatte. Und zwar ist hiermit gemeint, dass man während den normalen Conquest-Runden zu Pop-Up-Missionen praktisch kriegt. Da steht dann zum Beispiel, geh mit deinem Squad zu diesem Punkt und zerstör da, keine Ahnung, eine Anti-Air oder sowas. Und da kommt dann so ein kleiner Pop-Up, dass du das machen musst. Und wenn du da hingehst und das machst, dann kriegst du vielleicht, sagen wir mal, Panzer oder sowas als Belohnung dafür. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache, weil das bricht so ein bisschen die Monotonie auf von dem Modus und macht halt einfach die ganze Sache ein bisschen interessanter und dynamischer, dass man nicht immer nur Flaggen einnehmen muss und zwischen Flaggen hin und her rennen und so, und dass man auch mal ein bisschen was anderes machen kann, vielleicht ein bisschen andere Gameplay-Sachen, vielleicht ein bisschen interessantere Sachen. Kann man ja zum Beispiel auch so machen, dass dann beide, also zwei Squads aus beiden Teams, so eine Aufgabe kriegen, dann fighten die da gegeneinander, müssen da ein bisschen competen,
Das finde ich richtig, richtig interessant. Vor allem, wenn wir jetzt 128 Spieler-Server haben, wird es halt auch ein bisschen mehr so Dynamik und Chaos reinbringen, was ich ziemlich nice fände. Wo es ein bisschen weniger Chaos geben könnte, wäre beim zweiten Modus, den ich gerne wieder sehen würde, und zwar ist das Rush. Das wäre für mich eigentlich immer der zweite Hauptmodus von Battlefield. Vor allem in Battlefield 3 und Bad Company 2 war der ja richtig, richtig gut und beliebt. Aber in den letzten Teilen ist halt leider immer wieder schlechter geworden mit der Zeit. Und da würde ich gerne wieder ein Revival davon sehen und ihn wieder so zum Hauptmodus, einer der Hauptmodi machen. Weil ich glaube, der Rush bietet halt so einen guten Kontrast zu Conquest, weil er ein bisschen ein Modus ist, wo man mehr ausrichten kann als einzelner Spieler und der ein bisschen fokussierter ist. Da muss man aber auch ganz klar sagen, dass es dafür spezielle Maps geben muss. Weil das Ding ist, wenn man einfach so eine Conquest-Map nimmt und dann zwei MCOMs irgendwo reinpackt, dann ist es keine gute Map. Das kann man eigentlich garantieren. Die Maps müssen nämlich erstens nicht zu linear sein. Die müssen eine gewisse Linearität haben. Aber es soll immer genügend Flanking-Möglichkeiten geben. Es muss Möglichkeiten geben, unentdeckt zum Beispiel auf einen MCOM zu geraten, ohne jetzt irgendwo in Clusterfuck zu geraten, wo man gegen das komplette Gegnerteam kämpfen muss, sondern muss es Möglichkeiten für schlaue Plays geben. Wie man das zum Beispiel es bei kompetitiveren Spielen wie CS oder sowas kennt. Dabei fände ich auch wichtig, dass es einen Fokus da auf Infanterie gibt. Es kann auch ein paar Fahrzeuge geben, aber da muss man halt vorsichtig mit umgehen, weil das kann halt auch richtig oft zu richtig schlechten Gameplay-Situationen führen. Das war vor allem in den letzten Teilen oft so. Und ich finde, ansonsten muss man auch nicht viel rumexperimentieren an dem Modus. Ich glaube, in Battlefield 5 war das, haben sie das mal ausprobiert, dass man da irgendwie die Bombe praktisch mitnehmen muss zum Objective, aber das finde ich ganz schlechte Idee. Deswegen würde ich da einfach so beim guten alten System bleiben, was Rush angeht. Apropos gutes altes System, würde ich noch auf einen Modus eingehen, den die Battlefield 2142 und Battlefield 4 Spieler vielleicht kennen werden. Und zwar ist das Carrier Assault. Der wird es wahrscheinlich den meisten Spielern nicht so viel sagen, weil der war immer ein bisschen so im Hintertreffen, was die Beliebtheit anging. Aber ich fand, das war ein extrem, extrem guter Modus, weil, also im Grundprinzip hat es halt so funktioniert, du hast ein paar Flaggen auf der Karte, so wie bei Conquest, und wenn du die einnimmst, dann geht deine Ticketzahl runter. Aber das Ding ist, beide Teams haben einen sogenannten Carrier. In 2142 war das so ein fliegendes Schiff, in Battlefield 4 waren das so halt normale Schiffe, ja. Und praktisch mit Abnehmer-Ticketanzahl wurde die Hülle von den Schiffen immer schwächer. Und wenn die einen bestimmten Punkt erreicht hat, konnte man dann auf das Schiff drauf. Und wenn die Phase erreicht ist, dann beginnen alle Leute aus dem Team zu diesem Schiff zu pushen und da reinzugehen. Weil in dem Schiff ist eine MCOM drin oder zwei. Und wenn man es schafft, die zu explodieren zu lassen, wie das in Rush zum Beispiel auch funktioniert, dann hat man die Runde gewonnen. Ich fand, das war eine richtig, richtig nice Kombination aus Conquest und Rush einfach. Und es hat auch ein richtig cooles Gefühl gegeben, wenn man da so mit dem kompletten Team diese Schiffe geboardet hat. Fand ich wirklich ziemlich nice und ist auch ein richtig underrated Modus, finde ich. Und den würde ich halt auch sehr gerne wieder in Battlefield 6 sehen. Was man natürlich auch gerne wieder sehen würde, sind die altbekannten kleineren Infanterie-Modi. Da würde ich erstmal als TDM als ersten Nebenmodus nehmen. Ist natürlich bekannt. TDM ist einfach ein kleiner Modus, wo man ein bisschen Warm-up machen kann oder wenn man mal keinen Bock hat auf Fahrzeuge und Co. oder einfach ein bisschen entspannen will, spielt man halt ein paar Runden TDM. Da gibt es eigentlich auch nicht viel zum Einstellen. Das meiste, was TDM angeht, habe ich ja schon in dem Map-Video behandelt. Ein Hauptpunkt war ja da, dass die Maps einfach ein bisschen kleiner sein sollen, aber ansonsten muss man eigentlich gar nichts ändern. Da gibt es auch nicht viel einzustellen. Als zweiter Modus würde ich dann aber auch noch Domination wieder reinbringen. Das hat man ja zum Beispiel bei Battlefield 5 wieder rausgenommen, was ich nicht gut fand, weil Domination bietet so ein bisschen eine Variation zu TDM, weil TDM hat man halt manchmal das Problem, dass die Leute ziemlich hart rumcampen oder dass es keinen guten Flow gibt im Gameplay so. Weil bei Domination ist es halt so, dass man ja die Flaggen einnehmen muss, also die kleinen Flaggen. Und dadurch werden die Spieler meistens motiviert, ein bisschen über die Karte zu bewegen und dann ist es vielleicht auch meistens ein bisschen interessanter ist, als bloßes TDM zu spielen. Und was noch interessanter ist als die beiden Modi, fand ich, war in Battlefield 1 Kriegstauben. Den Modus habe ich wirklich geliebt. Ich bin da, glaube ich, immer noch in den Top 0,2% Spielern, was die Spielzeit angeht. Und den Modus würde ich eigentlich auch so 1:1 wieder übernehmen, wie er in Battlefield 1 war. Den muss man natürlich da ein bisschen als Setting anpassen. Da kann man zum Beispiel, anstatt dass es eine Taube ist, kann man halt, keine Ahnung, dem eine Drohne oder sowas geben, die man dann abheben lassen muss. Falls ihr den Modus nicht kennt, hat in Battlefield 1 so funktioniert, dass wie ein TDM ist eine kleine Map mit 32 Spielern. Und dann spawnt irgendwo auf der Map random eine Taube.
Da kann dann ein Spieler reinlaufen und die aufsammeln. Und wenn er sich dann irgendwo hinsetzt und wartet, dann schreibt er eine Nachricht. Und wenn die Nachricht fertig geschrieben ist, dann kann er die Taube loslassen. Und wenn die durch ist, dann gibt es einen Artillery Strike. Und wenn man das dreimal gemacht hat, dann hat man die Runde gewonnen. Die Taube kommt man dann auch, während sie in der Luft ist, runterschießen. Und es war wirklich ein extrem geiler Modus, fand ich. Weil erstens ist der halt so ein bisschen auch ein fokussierterer Modus jetzt im Vergleich zu TDM. Dann hat man da richtig viel Einfluss als einzelner Spieler, weil es war auch oft so, wenn ich, selbst wenn man ein Scheiß-Team hatte, man konnte die Runde immer noch für sich rausreißen, indem man einfach gut gespielt hat und die Spots kannte, wo man sie gut rausreißen kann und so. Und es ist auch einfach vom Gameplay her richtig interessant und richtig engaging, fand ich. Deswegen würde ich den Modus auch sehr gerne wiedersehen. Und als letztes gibt es dann natürlich noch die experimentellen Modi und Variationen. Da kann man eigentlich wirklich alles machen. Man kann richtig kreative Sachen machen, man kann altbekannte Sachen machen, man kann auch leichte Variationen anbieten, zum Beispiel bei BF1 Back to Basics, wo man nur die realistischen Waffen praktisch in Anführungszeichen hatte. Das bringt halt eben einfach, wie ich schon erwähnt hatte, richtig viel Abwechslung rein und man kann eben experimentieren, ob man nicht einen richtig guten Modus vielleicht irgendwo findet, den man vielleicht ja permanent drin lassen wollen würde. Und es würde auch ganz gut zum RSP, was ich ja im ersten Video erwähnt hatte, dazu passen, wenn man da einfach alle Modi benutzen kann, wie man will. Dann haben die Spieler auch ein bisschen Einfluss darauf, was sie jetzt gerade spielen wollen. In einer idealen Welt wären die Modi aber frei erstellbar, wie man es zum Beispiel bei dem Battlefield 3 Modding-Projekt, wenn es Unleashed sieht. Da können die Spieler mit so einem bestimmten Tool eigene Modi erstellen, was ich eine extrem coole Sache finde. Aber wenn man das mal realistisch sehen, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass sowas in die Mainline-Battlefield-Spiele jemals wieder reinkommen wird, was ich ziemlich schade finde. Was ich auch ziemlich schade finde, aber wahrscheinlich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit wieder reinkommen wird, ist ein Battle Royale für Battlefield 6. Ich bräuchte halt den Modus persönlich eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt im letzten Jahr ziemlich viel Battle Royale gespielt, von Apex bis Warzone, PUBG habe ich davor auch schon gespielt. Aber ich bin halt wirklich einfach ausgebrannt vor dem Modus und ich glaube vielen anderen Spielern geht es auch so. Und viele wünschen sich einfach wieder diesen traditionellen Multiplayer zurück, den man aus den alten CODs oder auch aus Battlefield einfach kennt. Aber weil natürlich EA wahrscheinlich mit Activision competen will gegen Warzone, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wieder ein Battle Royale reinkommt, auch wenn Firestorm ein ziemlicher Reinfall war. Ich meine, Battle Royale hat auch Vorteile, zum Beispiel ist es halt einfach auch easy Promo für das Spiel, weil es gibt halt einfach so viele Streamer, die nur Battle Royale streamen, normale Shooter eigentlich gar nicht. Und solche Leute kann man halt mit einem Battle Royale anziehen und die können halt massenhaft Spieler und Hype für das Spiel bringen, was natürlich extrem hilfreich ist. Deswegen würde ich es halt mal ein bisschen aufbauen, wie ich mir jetzt ein Battle Royale in Battlefield 6 vorstellen würde, was vielleicht ein bisschen die Feder, die Warzone hat und PUBG und Apex und Firestorm natürlich vor allem, dass die ein bisschen reduziert. Und da würde ich halt so ein bisschen auch die Features aus allen Battle Royales, die man jetzt so kennt, schon ein bisschen zusammenmischen. Das machen die ja eigentlich immer. Warzone zum Beispiel ist eigentlich eine großer Mix aus allen Battle Royales, die davor da waren. Und deswegen hat das halt auch einen ziemlichen Erfolg gehabt. Als Basis würde ich hier einfach das Standard Battle Royale nehmen, was man so kennt. Man spawnt in einem Flugzeug oder in einem Heli oder so. Und dann fliegt man über die Karte und kann rausspringen zu verschiedenen Spots, die auf der Map sind. Dann geht im Verlauf der Map ein Ring zu, der dann Schaden macht, wenn man da drin ist. Also muss man sich immer weiter reinbewegen in die Karte, sodass die Spieler ein bisschen näher zusammenkommen. Und am Ende gewinnt halt eben der, der als letzter überlebt. Das ist natürlich das Grundsystem, was jedes Battle Royale hat. Also es funktionieren so ziemlich alle so. Eine Sache, wo nicht alle gleich funktionieren und eine Sache, die bei Firestorm ein unique selling point eigentlich sein sollte, waren die Panzer. Das fand ich wirklich eine extrem grottige Idee einfach und das haben auch alle anderen, also die allermeisten zumindest, aus der Community gesagt, auch Streamer und so. Weil, wie man auf die Idee kommt, so ein richtiges OP-Fahrzeug oder OP-Waffe oder sowas, ist eigentlich das gleiche fast, reinzubringen in ein Spiel, wo man einmal stirbt und dann die Runde vorbei ist. Also das ist wirklich unglaublich, wie man so auf so eine dumme Idee kommen kann. Da ist wirklich die beste Lösung, einfach das komplett zu vergessen, rausnehmen, fertig, Problem gelöst. Womit man auch ein großes Problem für viele Spieler lösen könnte, ist, indem man viele Squad-Größen anbietet, also dass man Solos, Duos, Trios, Quads und Quints hat, weil das ja wahrscheinlich ein 5-Personen-Squad-System sein wird im Multiplayer, würde ich auch in Quint nicht schlecht finden. Ich finde es ziemlich wichtig für die meisten Spieler, dass man eben so eine Vielzahl an Größen für das Spiel anbietet, weil
viele Spieler haben es halt nicht genau passend, sag mal, 4 Spieler, die jedes Mal mitspielen wollen oder halt vielleicht auch einfach mal alleine spielen, weil sie irgendwas ausprobieren wollen oder so. Deswegen würde ich halt wirklich gerne einfach alle Squad-Größen anbieten. Fokus sollte natürlich trotzdem auf dem größtmöglichen Squad sein, weil da natürlich dieses Team und Squad-Player am besten funktioniert. Aber wenn man genug Spieler hat, ist es absolut gar kein Problem, die alle anzubieten. Was aber ein Problem sein sollte für mehr Spieler, sind die Zonen. Ich finde nämlich, dass die Zonen ein bisschen mehr Schaden machen sollten, weil dadurch hat man ein bisschen das Problem umgangen, dass Leute einfach in der Zone drin bleiben und warten, um dann die Leute, die schon praktisch im normalen Gebiet drin sind, um die aus der Zone zu pushen, wo man sie nicht sehen kann und wo man sie nicht erwartet. Das finde ich eine ziemlich schlechte Dynamik immer. Hab mir zum Beispiel mit Apex aufgehabt, finde ich eine ziemlich nervige Sache. Also würde ich da einfach ein bisschen Schaden hören, da hat man das Problem umgangen. Bezüglich der Zone würde ich auch noch die Visibility ein bisschen einschränken, dass man aus der Zone raus und in die Zone rein nicht gut sehen kann, weil das ist eine ziemlich nervige Sache bei vielen Battle Royals, dass sich Leute eben an Zonenrand einfach hincampen und dann Leute in die Zone rein abfarmen oder dass halt Leute aus der Zone raus Leute in der Zone praktisch überraschen können. Das finde ich beides nicht gut, deswegen einfach die Visibility ein bisschen runter machen. Was ich auch noch eine ganz gute Sache fände, wäre bei der Zone, dass die erst angezeigt wird auf der Karte, wenn die Runde ein bisschen schon angefangen hat. Weil das ist zum Beispiel bei Warzone ein bisschen nervig. Da wird die Zone ja direkt angezeigt und dann kann man eigentlich schon die Hälfte der Landepunkte auf dem Map komplett vergessen. Deswegen fände ich das ein bisschen nicer, wenn das erst so nach einer Minute oder zwei, die man schon gespielt hat, dann angezeigt wird. Und zwei Sachen hätte ich noch bezüglich der Zone noch. Erstens würde ich das gerne so sehen, wie das zum Beispiel bei Islands of Nine war, dass die Zone nicht nur durch die Zeit kleiner wird, sondern auch, dass sie ein bisschen auf die Anzahl der verbleibenden Spieler angepasst wird. Also vermeidet man, dass das zum Beispiel so ist, dass die Zone noch riesig ist, aber weil es viele Fights gab, sind es nur noch 6 Gegner übrig und die können dann alle 20 Minuten suchen, bis man einen Gegner findet, was ziemlich nervig sein kann. Und zuletzt würde ich noch ein bisschen ein neues System vorschlagen, was ich mir hier ausgedacht habe, ist, dass die Zonen ein bisschen rotieren immer auf der Map. Das kennt man ja von den Endzonen, zum Beispiel bei Apex, dass sie halt einfach ein bisschen random sich bewegen. Das hätte halt den Vorteil, dass Leute sich vielleicht ein bisschen weniger auf einen Camp, auf einen Spot reincampen können und sich ein bisschen mehr bewegen müssen, ein bisschen mehr in Kämpfe geraten. Was natürlich bei den Kämpfen wichtig ist, ist das HP-System. Da würde ich mir einfach die Armor-Plates, wie man die aus Firestorm oder wie das dann Warzone übernommen hat, wieder reinnehmen. Also dass man einfach zum Beispiel 3 Platten-Slots hat und wenn man dann Platten auf dem Boden oder sowas findet, kann man die sich reinschieben mit einer Taste und dann hat man ein bisschen mehr HP. Was ich da aber noch ein bisschen anders machen würde, was die normalen HP angeht, ist, dass sie sich von alleine regenerieren, weil das ist ziemlich nervig, wenn man Low HP hat und man findet keine Heals, dann ist man halt ziemlich am Arsch, deswegen würde ich das gerne als Autoregeneration haben. Was ich auch wieder gerne haben würde, ist ein besseres Item-Pickup-System vor allem, weil das in Firestorm war ja wirklich grotesk schlecht einfach. Da sind ja die Loot-Items praktisch einfach am Boden gefallen, dann konnte man sie von da aufheben, aber die sind halt ineinander gefallen, man konnte nicht unterscheiden, wo was liegt, man konnte nicht spezielle Sachen rausnehmen voll oft, ist halt richtig nervig. Deswegen würde ich mir da das System, wie es in Apex ist, wünschen. Das ist übersichtlich, es geht relativ schnell, ist ziemlich nice. Zur Not könnte man auch das Warzone-System machen, aber das ist eher so der Plan B, würde ich sagen. Plan B bei den Fights ist natürlich, dass man seine Teammates retzen muss. Und da würde ich mal ein paar Sachen bezüglich dem Retzen sagen. Ich bin dafür, dass das Retzen so funktioniert, wie es im Multiplayer, zum Beispiel beim Squad-Retz funktioniert, dass du, wenn du gedumpt bist, so auf dem Boden liegst und eigentlich nichts machen kannst. Nicht so wie in Firestorm, dass du dann mit einer Pistole schießen kannst, weil das führt nur dazu, dass die Leute dich instant finishen, was natürlich nicht so geil ist. Deswegen sollst du einfach im Boden liegen und nichts machen können, solange da keine Teammates zurückkommen und dann musst du eine Taste halten, bis du gerettet bist. Das kennt man ja so. Da kann man vielleicht noch so ein Item machen, was irgendwo rumliegt, dass du eine Spritze hast, wo du instant retzen kannst. Fände ich jetzt keine schlechte Sache. Und was ich noch sehr, sehr wichtig fände, ist, dass es ein System gibt, wie man komplett neu reinspawnen kann. Das bei Apex zum Beispiel am Anfang war. Weil das finde ich sehr, sehr nervig, wenn man einfach stirbt irgendwann. Kann auch durch irgendeine random Sache sein. Und dann ist einfach die Runde vorbei für dich und du kannst dann deinem Team mehr zu lange zuschauen. Das ist für keinen von beiden
interessant oder gut. Deswegen würde ich da irgendein System wünschen, wie man wieder reinkommt. Am besten würde es auch so funktionieren, dass du zum Beispiel, wenn du ein Disconnect hast, auch wieder reinkommen kannst, weil das passiert auch oft und vor allem mit bei Leuten, die halt irgendwie schlechtes Internet haben und sonst was, wo gar nichts dafür können. Das ist eine ziemlich gute Sache. Muss man da zwar balancen, dass es nicht Leute mit Absicht quitten und dann am Ende der Runde wieder reinkommen können oder so. Insgesamt wäre das trotzdem eine gute Sache, denke ich. Und wo das ein bisschen mit zusammenhängt und was in Warzone vor allem gibt, sind ja diese Buy-Stations. Die finde ich ein bisschen zweisterniges Schwert, aber ich glaube insgesamt finde ich die relativ gut, weil sie so ein bisschen die Randomness verringern, was natürlich so ein bisschen der Sinn von Battle Royale ist, aber ich glaube ein bisschen kann man da schon was machen in die Richtung. Da kann man dann zum Beispiel mal Platten oder Items oder sonst was kaufen oder Ammo oder so vielleicht. Aber was ich da noch ein bisschen kritisch fände, wäre, ob man da auch Loadouts kaufen kann, wie das bei Warzone ist. Das hat Vor- und Nachteile, die will ich jetzt hier kurz aufzeigen. Pro ist natürlich, dass es einfach ein bisschen weniger random ist. Du kannst Geld sammeln, dir dann dein Setup kaufen, wie du es immer spielen willst. Dann ist auch ein Vorteil, dass du eben, dass das ein bisschen eine neue Ebene hinzufügt, weil du dann eben deine Waffen und sowas anpassen kannst und dadurch so deinen Spielstil ein bisschen individualisieren kannst. Und das hat vielleicht auch noch den Vorteil, dass man, wenn man die Waffen zum Beispiel leveln muss, dass dann ein paar Leute auch den Multiplayer spielen, wenn es zum Beispiel Battle Royale doch beliebter sein sollte. Aber so das System hat natürlich auch Nachteile. Erstens ist natürlich die Randomness auch ein bisschen das Grundprinzip von Battle Royale. Und was es halt auch vor allem gibt, wenn man die Waffen einfach so auf dem Boden findet, ist halt, dass es ein bisschen eine Abwechslung gibt. Du spielst jetzt nicht jede Runde die gleichen Waffen, du hast nicht immer das gleiche Erlebnis jede Runde, wie das halt zum Beispiel bei Warzone ziemlich hart der Fall ist. Und das fände ich eigentlich eine ganz nächste Sache, so, dass es halt mehr Abwechslung gibt. Was auch schlecht ist daran, ist, dass es so diesen Meta-Gedanken eben gibt. Warzone ist es halt so, dass die Leute andauernd nur auf die allerbesten Waffen geiern. Und das ist auch ein Problem, zum Beispiel, wenn es eine OP-Waffe gibt, dann spielen die halt alle. Das ist halt richtiger Abfuck so dadurch. Deswegen fände ich eben dieses Random-Loot-System ein bisschen besser. Und ist natürlich auch, war es auch ein Vorteil, dass die Leute dann MP spielen, aber ist natürlich auch nicht so nice für die, dass sie dann MP spielen müssen, obwohl es denen eigentlich keinen Spaß macht. Deswegen würde ich denen da lieber die Freiheit lassen, auch zu wählen, was sie spielen wollen. Also würde ich jetzt zusammengefasst eher dazu tendieren, keine Loadouts reinzubringen. Was auf jeden Fall aber drin sein sollte, wären Transportfahrzeuge. Die sind halt einfach nice, um ein bisschen Strecke zurückzulegen auf der Map, wenn man sich bewegen will, ohne dass man sich jetzt unbedingt der Gefahr des offenen Rumlaufens ergeben muss. Und jetzt würde ich noch zuletzt zwei Aspekte ansprechen, die mich bei Warzone und Apex stören. Bei Warzone ist eine extrem nervige Sache das Camping. Das würde ja schon ein bisschen durch mein rotierenden Zonensystem da ein bisschen abgeschwächt werden. Zusätzlich würde ich aber auch einfach die Map daran anpassen, dass es nicht so viele Häuser gibt, wo man sich reinsetzen kann. Zum Beispiel soll vielleicht ein bisschen zuner sein, aber es sollte auch nicht zu offen sein, sodass ein komplettes auf 3 Kilometer Fighten Spiel wird, das zum Beispiel bei PUBG voll auf der Fall ist, fände ich auch nicht so gut. Und die letzte Sache, die mich bei Apex vor allem abfuckt, ist dieses Third-Partying. Da ist es richtig oft so, also eigentlich fast in 90% der Fällen kann man sagen, wenn du in einen Fight mit einem anderen Team gehst, dann wirst du fast immer von einem anderen Team dann geholt, weil die hören dann die Schüsse von irgendwo und dann laufen sie dahin und weil du dann natürlich gerade erst gefightet hast, bist du schwächer ein bisschen und dann können die dich easy wegsnacken, was dann echt extrem nervig ist. Und um das ein bisschen zu umgehen, würde ich vielleicht einfach die Sounddistanz ein bisschen runterdrehen, dass du es nicht aus 3 Kilometer Entfernung hörst, wenn jemand schießt, sondern vielleicht nur aus, keine Ahnung, sagen wir mal 100 oder 200 Meter oder so. Ich denke, das wäre eine ganz gute Lösung, weil dadurch hast du halt immer noch die Schritte, die du im Close Quarters Fight oder sowas hörst, aber du kannst es halt nicht so auf diese ultralangen Distanzen auch jeden Schritt und Schuss hören. Was ich aber noch ganz gerne hören würde, ist, dass ihr auf den Like und den Sub-Button klickt, weil das war's schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Like da, wenn es euch richtig gut gefallen hat, lasst einen Sub da, wenn ihr irgendwelche Kommentare, Vorschläge oder sonstiges zu dem Video habt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich hoffe, ich sehe euch wieder im nächsten Video.